Ja, Leute, soll ich jetzt dafür gesorgt haben, dass beim einen oder anderen über den Kopf ein Fragezeichen erscheint? Dann Respekt an mich selbst, es ist mir gelungen. Denn es sah auf den ersten Augenblick gerade so aus, als würde ich die zweite Season von Super Mario Sunshine heute starten, sprich das Spiel noch ein zweites Mal machen, aber ganz ehrlich, innerhalb von 9 Monaten, ne? So sehr ich das Spiel mag, das wird keinen Sinn ergeben. Also das wird auch mir, glaube ich, dann fürs Projekt gar keinen Spaß machen. Aber das, was wir hier sehen, ist gar nicht Super Mario Sunshine, sondern tatsächlich was ganz anderes. Willkommen zu Let's Play Super Mario Eclipse Demo. Ja, vor etwa 3 Wochen circa ist das erste Mal angekündigt worden. Und ja, seit circa einer Woche gibt es nun auch dementsprechend eine Demo-Version, wo wir dieses Spiel einfach mal austesten können. Und ganz ehrlich, ich habe schon circa eine halbe Stunde angespielt und ganz ehrlich, es macht sowas von mega Bock. Die Welten sehen absolut super aus, die es derzeit gibt, und ich bin schon mega gespannt auf das Hauptspiel. Und ganz ehrlich, es ist mir jetzt schon Schnuppe, wie lange das noch dauert, bis das kommt. Selbst wenn es erst in 10 Jahren der Fall ist. Ich schwöre, das wird ein LP auf dem Kanal werden. Ja, anhand des Titels erkennt man natürlich schon, das Ganze ist ein Mod, ein Hack von Super Mario Sunshine, eben von diesem Eclipse-Team. Und ja, wir starten einfach mal rein. Ich kann noch immer noch ein bisschen was später erklären, dann während dem Spiel. Ja, das ist auf alle Fälle in der Demo-Version die Hauptinsel, also was ganz, ganz Smartes. Und ich schwöre jetzt schon, hört mal genau hin. Ich glaube, ich brauche nichts dazu sagen, dass die größte Waffe von Modern, von Fanmates, eindeutig die Nostalgie ist. Und das haben die da mit diesem Song absolut wieder bewiesen. Ach man, hört euch das an. Da bringen die einfach unglaublich. Da bringen die einfach Super Mario 64 Mucke hier rein. Und das passt doch so richtig zu dieser Insel, ich weiß nicht. Und das macht einfach die Vorfreude auf das ganze Spiel nochmal um ein Stück größer. Ja, wir haben insgesamt, ich glaube, 6 Welten zu bereisen. Und ja, mal schauen, was so möglich ist. Fakt ist, ich habe mir schon einen kleinen Plan zurechtgelegt und wir werden zuerst in diese Welt gehen, wo wir diese Shine-Sprite haben. Und ich glaube, zu dieser Insel brauche ich nicht relativ viel sagen, denn jeder, der das Originalspiel gespielt hat, weiß, das ist die Hauptinsel des Originalspiels, Piazza Delfino. Ja, und offensichtlich sind alle hier gerade ein bisschen versammelt und ein bisschen aufgeregt. I don't know. Okay, Peach sagt mir ein bisschen was. Oh Mario, I'm so glad you could make it. Das ist, glaube ich, die Szene, die was man kennt, wenn da der Schleim liegt. Einfach vom Originalspiel übernommen. Ja gut, ist nicht schlimm. It seems like there's a festival going on. Maybe the townsfolk can tell you more about it. Okay. Also wenn ich das von Peach richtig verstanden habe, dann heißt es, ich muss jetzt mal die ganzen Leute da durchsprechen. Hey there, Mister. Welcome to the 8th annual Shine Hunt. Every year we celebrate the Shine Sprites and what they do for us. And we always have a scavenger hunt to kick things off. There are 3 Shine Sprites hidden away in the plaza walls. You will have to complete all 3 tasks to find them all. Find 100 gold coins. Find 8 red coins, alles klar. And find the hidden Shine Sprites pictures somewhere in town. Good luck! Ja, ich habe mich übrigens deshalb für diese Welt als erstes entschieden, nicht nur weil es halt irgendwie das Vertrauteste ist aufgrund dieser Insel, sondern weil es, ich glaube, das Einfachste von allen ist. Und ganz ehrlich, wir werden hier jetzt schon ein Zeitchen suchen, denn 100 goldene Münzen sind das 100 goldene Münzen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll am besten. Also ich befürchte natürlich, dass wir die ein oder andere übersehen könnten. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber ich gebe mir mal die größtmögliche Mühe. Genauso entschuldige ich mich übrigens auch schon für jeden Lag, der heute zustande kommt, aber ich glaube, ich brauche über meine Hardware, die ich besitze, nicht viel sagen. Das heißt, sorry dafür schon mal im Vorhinein. Ich habe extra versucht, das Ganze nochmal ein bisschen höher zu patchen, weil ganz ehrlich, ich will das heute in optimaler Grafik auf alle Fälle präsentieren. Hier ist eine grüne Röhre. Natürlich sind ein paar Sachen verändert worden. Soll ich da jetzt reinspringen? Ja, komm. Wenn er rein wollen würde. Ah, okay, hier war die erste rote drin. Ja, super, wartet mal. Ja, geil, aber wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Ah, okay, Wandsprünge. Ja. Alles klar, ich wollte gerade sagen, als ob ich jetzt da gefangen bin. Das wäre mega
epic gewesen. Stell dich vor, wir werden einfach gefangen. Ja, es ist natürlich lohnenswert, sich jetzt jedes Dach ganz genau anzugucken, weil wie gesagt, es kann überall alles versteckt sein. Auch jede Insel und so weiter und so fort. Wobei die Insel da drüben, ich glaube, da drüben ist auch noch eine. Ich glaube, ich werde die mit der Superdrüse absuchen, weil wir haben ja schon gesehen, die sind alle freigeschaltet, deswegen glaube ich, ist es ein bisschen sinnvoller, die höher gelegenen Orte mit den jeweiligen Düsen abzusuchen. So, das haben wir. Und unten ist... Oh, lol, was habe ich denn da gesehen? Da flunkert es rot auf. Eine rote Münze, eine weitere. Schließt jetzt eine Wette in den Kommentaren ab. Was finde ich schneller, die 100 goldenen oder die 8 roten? Unterschätzt das nicht. Rote Münzen können überall versteckt sein, und zwar an den asozialen Orten überhaupt. Asozialsten, wohlgemerkt. Oh Mann, da unten auch wieder. Ja gut, da muss ich runterspringen. Sorry, aber das wären solche Münzen, die würde ich mir fest zutrauen, dass ich die überall übersehe. Das Risiko will ich mal lieber nicht eingehen. Ich glaube aber allgemein ist es doch sinnvoll, auf den Dächern zu suchen. Okay, hier ist nichts. Aber hier sehe ich unten einen Schattner. Ja, moin. Warte, das machen wir ganz easy. Wandsprünge. Ja, ich hoffe natürlich, dass es übrigens bald ein Release-Datum gibt, weil bisher ist es absolut nicht bekannt, wann das kommen wird. Also, bitte lasst mich aber nicht zu lange warten. Ich hoffe wirklich, es kommt bald. Ich meine, wenn es noch ein, zwei Jährchen dauert, dann stört mich das auch nicht, wie gesagt. Habe ich ja bereits in meinem Vorspann. Alter, warum leckt es jetzt gerade so viel? Also, so viel ist ja auch nicht, was alles zum Lecken bringen könnte. Und vor allem, warum ist diese Kapsel da unten silber? Und... LOL! Die haben... Nein! Das Riesenrad ist nicht mehr da. LOL. Alter, Paco Fortuna gibt's gar nicht mehr. Warte, und den Rico Harbour auch nicht mehr. Die haben die Welten deleted. Alles klar. Och man, Paco Fortuna, es war so schön. Warum löscht ihr das? Allgemein ist es, glaube ich, so, dass fast keine der üblich im Spiel integrierten Welten in dem Mod vorkommen wird. Also zumindest, es gibt ja schon einen Trailer, der draußen ist, und ganz ehrlich, da sind so viele neue Sachen mit dabei. Es gibt auch neue Fähigkeiten und alle. Die müssten wir hier... Nein, nicht runterrutschen. Die müssten wir hier auch schon austesten können. Ich habe halt noch nicht ganz herausgefunden, wie es geht. Auch der Z-Knopf ist irgendwie noch nicht... Den gibt's... Okay, der Z-Knopf hat auch keine Funktion. Ich wollte eventuell gerade nachgucken, wie die Karte aussieht. Können wir leider nicht. Na gut, dann suchen wir weiter nach den Goldenen. Also hier im Dach ist echt alles voll mit diesen Goldmünzen. Ich glaube, ich sollte mir dann langsam aber sicher mal die erste Drüse schnappen und zu den ganzen... Da unten waren noch zwei Goldene. Und zu den Inseln mal düsen. Ich habe auf der einen auch schon eine Kiste gesehen. Hier ist auch noch eine. Also von den Kisten gibt es viele. Sollte man nicht unterschätzen. Da oben auch eine gerade. Jupp. So, die Hälfte ist schon mittlerweile. So, Drüsenwechsel gelungen. Wir flitzen mal ganz schnell dorthin. Ja! Hui! Auch hier ist wieder so eine komische Röhre. Warte, erstmal abchecken. Ist die Palme clean? Vom ersten Augenblick scheint es schon so. So, und die Röhre noch rein. Und auch hier waren wieder ein paar normale Münzen. 62 mittlerweile. Oh! Oh, schaut euch das an. da unten ist eine rote. Alles klar. Na, dann gönnen wir uns das gleich mal. Und da sind auch noch ein paar goldene. Ey, der hat die überall verteilt versteckt. Also, ich hoffe mal wirklich, dass ich nicht irgendeine übersehe. Gut, wir flitzen gleich mal weiter in die nächste. Es gibt ja noch eine weitere. Da ist auch noch was. Sogar unter Wasser. Hier weiter. Stimmt, wir waren auf der Seite noch gar nicht, auf der anderen. Gut möglich, dass wir hier auch die... Da ist auch noch das Loch. Ah, ich kann gerade nicht reingucken. Müssen wir nachher tun. Den kennen wir auch gut. Was sagt denn der eigentlich? Der kann ja auch reden. I really wanted to partake in this year's festival. But I'm stuck here. I gathered the last of my coins together, so you can make 100. I hope it makes you happy, cause that make me happy. Warte, ich muss kurz mal was checken. Ja, da ist ein Rechtschreibfehler drin.
Schreibe ich gleich mal den anderen, den Entwicklern. Gibt den Discord, wo man mit denen ganz gut schreiben kann. Alles klar. Found it. Tja, und Spieler sollte man lieber nicht unterschätzen. Wir finden alles, wenn wir wollen. Gut, ich gehe da jetzt kurz mal runter. Holen wir auch die weiteren. Also jetzt haben wir schon fast drei Viertel. Oh, hier sind viele. Auch auf der Palme sehe ich auch nochmal welche. Ah, jetzt ist aber blöd, ich habe meine normale Düse gerade nicht. Das ist gerade belastend. Okay, ich glaube, ich muss mal zurück auf den Hauptplatz und mir die andere Düse wiederholen, weil mit der habe ich jetzt ausgedient. So, das ist Nummer 4. Was hat das da eigentlich zu bedeuten? Das sehe ich jetzt schon ein paar Mal auf der Insel. Okay, scheinbar gibt es das Kanalsystem gar nicht mehr. Wobei, das war üblicherweise aber auch gar nicht da. Also da war kein Kanal in dem Ding drin. Im Eigentlichen. Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt das später noch. Also, oder ist gerade in der Demo-Version nicht enthalten. Man muss ja nicht zu viel verraten. Ich meine, wer weiß, was es hier noch für Missionen vielleicht auf der Insel gibt. Also vielleicht gibt es hier, keine Ahnung, 20, 30 Shine-Sprites mehr. Als die drei, die man jetzt holen kann. So, ich war bei der Palme, da war auch was drauf. Ich geh mal kurz wieder aufs Dach. Hier. Okay. Das sind auch nochmal drei, also wir haben es gleich. Tja, Goldmünzen, easy. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Ah ja. Aber wenn man da reingeht, schau mal, was man hier sieht. Eine schöne rote. Vielleicht ist deshalb der Gang offen, dass man das sieht. Es ist aber allgemein empfohlen, glaube ich, dass man sich einfach mal die ganzen allgemeinen Secrets, die es gibt, vielleicht mal durchguckt. Weil man sieht, hier war gerade eine rote drin. So, da sind noch zwei. Da oben ist noch eine Münze. Dort oben auch. Komme ich auf den Leuchtturm darüber? Ja, soll klappen. Ah, hier ist eine rote. Nices Versteck. Ist schon die sechste mittlerweile. Okay, das war jetzt wieder ein gröberer Leck. Ich hoffe, das ist bei den anderen Welten dann nicht so der Fall, aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich die Einstellungen wirklich sehr, sehr hoch gepusht habe. Aber es verdient, finde ich. So, drei fehlen noch. Die eine war links oben und ich glaube, ich hole mir jetzt einfach mal die Raketendrüse und suche, glaube ich, die Glockentürme ab. Vielleicht ist ja da oben auch noch irgendwas. Also, auf geht's in luftige Höhen. Das hat nicht ganz geklappt. Schade. Aber hier ist so ein kleiner Schatten. Hä? Ach so, das ist nur der Glockenstiel da oder whatever das ist. Also die eigentliche Glocke. So, da oben war auf alle Fälle eine. Mann, ich bin zu dämlich. Jetzt hat's geklappt. Gut, den Glockenturm noch und die Shine-Sprite kann ich noch absuchen. Aber sonst war ich eigentlich, glaube ich, schon überall. Also mehr gibt es eigentlich fast gar nicht mehr zu finden. Ach komm, wo sind denn... Ja, okay, es war mir eigentlich klar. Es war mir irgendwie klar, dass ich irgendwas vergessen werde oder irgendwas übersehe. Und diese 100 goldene Münzen, ich habe gehofft, dass es mehr als 100 gibt, aber ne. Leider nicht. So, eine rote fehlt doch nur mehr. Kann ich da hochgucken? Ne? Da sind die zwei. Ja, nice. Gut, das heißt, wir haben die goldenen Münzen schon mal gefunden. Oh, und da ist die rote auch noch. Ah, nice. Okay, wer hat jetzt auf die 100 goldenen gewettet? Der verliert. In den Kommentaren, ich sag's euch. Ich habe jetzt nämlich die rote zuerst geholt. Das war gerade reines Versehen, aber ja. So hoch wollte ich jetzt eigentlich auch nicht hinaus. Ja gut, dann holen wir uns die zwei jetzt auch noch. Nicht zu hoch. Warum klappt das nicht? Ja klar, jetzt hab... Sagt nichts, ich weiß, ich kann nichts. So, jetzt bin ich da. Gut.
haben wir die auch. Sind unsere ersten beiden Shines hier in der Demo-Version. Ja, ich habe noch gar nicht gesagt, wie lange wird das Demo-Projekt hier eigentlich gehen. Ich vermute mal 4-5 Folgen. Mehr wird es nicht in Anspruch nehmen und mehr will ich auch gar nicht in Anspruch nehmen. So, kommen wir gleich zu einer weiteren Funktion, die wir jetzt gleich sehen werden und die eindeutig mehr als nur geil ist. Im Hauptspiel wirst du nämlich jetzt zurückgeschickt in das Eigentliche und du musst alles nochmal machen. Hier tatsächlich nicht. Warum gibt es diese Funktion im Hauptspiel eigentlich nicht? Wirklich, ich frage mich das wirklich. Also, wenn du da mehrere Shines auf einmal collectest, dann bringt sich das einfach gar nichts. Weil du musst alles neu machen. Gut, dann haben wir das jetzt auch mal. So, eine Hidden Shine Spike gibt es jetzt noch. Die gibt es noch zu finden. Und, lol. Oh, jetzt bist du... Achso, er hat gerade von selbst zugeschnappt. Achso. Ich denke mal... Lol, aber der war grün gerade. Achso, der braucht gar keine Frucht mehr. Warte, das will ich jetzt austesten. Ich habe das noch gar nicht probiert. So, jetzt ist der Yoshi wieder dort. Tatsache. Ja, nein. Alter, ich liebe euch wirklich, Entwickler. Ich liebe euch. Der grüne Yoshi, den gibt's jetzt einfach. Er kann zwar nicht Fruchtsaft oder whatever sprühen, aber das juckt doch gar nicht. Ist trotzdem nice. Warte mal. Der kann schwimmen! Tatsache! Oh mein Gott. Ich feiere euch wie kein anderes. Okay, eigentlich geht es gar nicht um den Yoshi. Ich wollte eigentlich die Secret Shine Sprites suchen. Ja, das wird jetzt ein Zeitchen dauern. Leute, ich glaube, ich werde an der Stelle mal cutten. Wir haben jetzt schon genug Zeit nämlich mit den goldenen Münzen verschwendet. Und ja, bevor die Folge Überlänge kriegt, würde ich sagen, kleiner Cut. Was? Oh mein Gott. Alter. Da ist das Teil. Alles klar. Ich habe jetzt eine halbe Stunde mit dem Yoshi gemeinsam alles abgesucht. Ich bin in jede Ecke gesprungen, die nur ging. Und es hat nicht geklappt, irgendwas zu finden. Sogar diese... Zum Beispiel am Strand diese eigentliche Secret Shine, die es gibt, wenn man dort mit dem Dreck wegspritzt, die gibt es ja auch nicht mehr. Ich bin einfach alles durchgegangen, was möglich wäre, aber natürlich an der letzten Stelle, wo ich suche, ist das Teil versteckt. So, das ist die dritte, die wir jetzt haben. Ja, nicht wundern, wenn da links oben jetzt noch eine Shine Sprite steht, das hat einen speziellen Grund. Das Ganze ist ein bisschen noch verbuggt. Steht sogar auf der Website, wenn man sich das downloadet, dass die Anzahl der Shine Sprites sehr, sehr buggy ist. Na gut, dann gehen wir zurück in die eigentliche Übersichtswelt und ich würde sagen, an der Stelle, ist der Yoshi jetzt eigentlich mit dabei? Ah, schade, das wäre jetzt cool gewesen. Und an der Stelle würde ich sagen, beenden wir einfach mal die Folge, die ist jetzt mittlerweile lang genug und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!